So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX startete ja sehr freundlich heute in den Handel. Die Schuld daran war Japan. Da ist der Future bzw. auch der Nikkei über 300 Punkte angestiegen. Und ja, auch deshalb, weil hier US-Dollar, japanischer Yen eben gestern angestiegen ist. Die Buy-Marke lag hier bei 108,25. Und im Prinzip ja, wäre auch hier schon über dem Hoch was möglich gewesen. Ich habe hier die, weil hier ein Weekly-Widerstand war, solange der wurde der eben genommen, war es ja möglich, hier long einzusteigen oder klarer, dass es halt hier ein Anstieg möglich ist. Nichtsdestotrotz sollte man hier fast den Stopp auf das Tief, also auf das, ja, ist ja hier ein-, zweimal nochmal runtergeprallt oder runtergefallen, im Prinzip den Stopp auf Einstand nachziehen, wäre hier eine Möglichkeit schon. Oder auch einen Teilgewinn sichern und den Stopp eben eher an die Unterkante des Rainbows trailen. Anderes Währungspaar hat jetzt hier auch, war hier der Einstieg schon weiter unten gedacht, der antizyklische, hat jetzt hier mit der heutigen Kerze erstmal, ist ja noch nicht der Tag rum, hier ein Kaufsignal generiert. Der Stopp wurde hier schon nachgezogen. Also die Anleger der ersten Stunde sind deutlich im Plus. Hier muss ich jetzt zeigen, dass sich hier die Welle eben noch weiter auffächert. Was ja leider nicht gut lief, war dann eben die ThyssenKrupp. Die hat gestern hier eine Monster schwarze Kerze hingelegt. Auch den EMA 200 durchbrochen und heute nochmal ein Abwärtsgap hingelegt und ist unter den Stopp dann gefallen. Ob es jetzt hier ein Monster-Reversal stattfinden kann und noch im Tagesverlauf über die 18-Euro-Marke ansteigen kann, ja, darf im Moment jedenfalls schon bezweifelt werden. Dann bei Gold und bei, ja, was soll man jetzt hier, ich habe es hier nachkontrolliert, das Tief lag direkt wirklich auf 100, auf 1259,43, aber nimmt man hier den Spread dabei, ist das Kauflimit natürlich dann nicht ausgeführt worden, aber hier ist, ja, wäre trotzdem, sage ich mal, ein bisschen weiter höher das Limit gesetzt, habe ist jetzt hier eingestoppt und hat sozusagen das Tief erwischt. Aber ich versuche hier alles sehr realistisch zu machen. Also das ist jetzt hier dank Spread definitiv jetzt noch nicht aufgegangen. Gold und Silber, ja, im Prinzip, ja, wäre jetzt hier auch bei Silber, könnte im Prinzip wirklich was zu Ende sein, aber die Aktien haben definitiv, also die Goldminenaktien haben definitiv noch Potenzial, kräftiger zu fallen. Mal schauen, was sich da eben ergibt. Entweder hält sich, sag ich mal, Gold und Silber etwa auf dem Niveau und die Goldminenpreise fallen halt ein Stück. Oder auch hier könnte es nochmal eben abwärts gehen. Dann kurz zum Dow und zum S&P 500 Index. Ja, gestern war es hier keine wirklich, ja, Befreiungsschlag der Bullen. Ist am EMA 10 gescheitert. Doch nachbörslich eben durch Japan stehen die Futures eben deutlich höher und das hat eben auch dann den DAX eben weiter nach oben getrieben und konnte ein neues Verlaufshoch generieren. Ja, aktuell stehen wir bei 10.022 und hat man eben im Moment, ja, steht man knapp über im Tageschart über dem Rainbow, allerdings ist hier halt eben auch noch ein Gap offen, was vielleicht eben erst geschlossen wird. Und ein anderer Grund, wieso es vielleicht eben nicht weiter steigt, ist natürlich, dass jetzt hier die Siemens hat hier das Kursziel eben erreicht, genauso wie den ersten Widerstand eben die BMW-Aktie, wo hier der Pfeil war, wo es abprallen könnte, und auch die SAP genau in dem Fenster
Hier sind alles die Pfeile von Wochen, vom Wochenende. Es ist hier der erste, ja, das erste Zwischenziel womöglich erreicht und kann eben jetzt konsolidieren. Und deshalb fällt vielleicht eben auch der DAX gerade deshalb, weil die diese Aktien eben wichtige Ziele erreicht haben. Daimler ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so, ja, prickelnd gelaufen erstmal. Also es gibt auch Nachzügler, die den DAX natürlich nach oben treiben können. Auch eine E.ON ist nur minimal erstmal im Plus von dem Setup. RWE wurde hier ausgestoppt. Hier Vonovia ist hier wie gestern erstmal an dem horizontalen Widerstand, dann hier exakt dann abgeprallt. Gut, man muss jetzt sehen, wie sich eben der DAX und überhaupt der Nikkei noch sich weiterentwickelt. Eher Rückläufe, natürlich kaufen, Ausbrüche, ja, die jetzt hier die Videos eben geschaut hat, sollten eben teilweise eben antizyklisch schon angestiegen sein, beziehungsweise eben am Montag direkt in der Frühe hier ein paar Setups ergattert haben, dürften im Plus sein. Ich werde nachher noch den DAX ja im Stundenchart auseinandernehmen, was da noch zu sehen ist. Aber aktuell, ja, kann jetzt hier erstmal eine Seitwärtskonsolidierung eben dann stattfinden. Danke fürs Zuhören und bis später.